Hey Leute, heute geht's um Klemmdosen und wie man richtig damit umgeht, wie man praktisch Fehler vermeidet. Alleine da sehe ich schon einen gravierenden Fehler. Wer von euch weiß, was ich meine, was da jetzt für ein Fehler drauf ist? Das heutige Video wird gesponsert von Elektrowandelt. Der Elektrowandelt ist ein Online-Elektrohandel, nahezu ein Vollsortimenter, der einfach super gute Preise hat und unwahrscheinlich schnell liefert. Fehler ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich würde versuchen, wann immer es geht, die Leitungen vorher vollständig abzuisolieren, weil man später das Ganze bei drei Leitungen geht. Aber angenommen, ihr habt jetzt da noch zwei Fünfer drin, oder wenn da herum noch mehr ein Fünfer einer geht, dann kommst du da einfach nicht mehr richtig hin. Sehr, sehr schwierig. Ich würde versuchen, immer vorher abzuisolieren. Das Ganze hat natürlich immer auch was mit der Optik zu tun. Jetzt möchte ich, dass du einmal vergleichst. Einmal die Leitung und einmal die Leitung. Was gefällt dir da besser? Nummer 1 oder Nummer 2? Was schaut besser aus? Als halbwegs zivilisierter Mitteleuropäer wirst du sagen, das da oben ist schöner. Selbstverständlich ist das schöner. Nichtsdestotrotz muss man aber bei sowas den Biegeradius beachten. Wenn man jetzt zum Beispiel sowas macht, das schaut in meine Augen. Wir Elektriker müssen wir horizontal und vertikal arbeiten. Das schaut in meine Augen noch besser aus. Das ist viel zu übertrieben. Biegeradius ist das Zauberwort. Ich merke schon, es kann an ganz vielen Dingen scheitern. Viel lernt man einfach mit der Erfahrung. Mit dem Tag, täglich, wenn man das arbeitet, entwickelt man selber ein Gefühl dafür. Aber ein paar gravierende Fehler, die man halt von Haus aus einfach vermeiden muss, um die soll es heute gehen und das gehen wir jetzt durch. Bedenke bitte, dass ich diese Videos für meinen neuen Job mache. In meinem neuen Job bin ich Ausbildungsleiter in einer großen Firma, habe einige Auszubildende, die versuche so gut wie möglich auszubilden, aber ich mache nicht nur die Ausbildung, sondern mit einem Kollegen zusammen auch die Fort- und Weiterbildung und Unterweisungen für die Monteure. Das erste ist die Befestigung an diesen Laschen und da ist ganz wichtig, nicht diese Senkkopfschrauben zu verwenden. Wenn man die da drin verwendet, ziehen Sie die ganz schnell durch, wenn man es einschraubt. Wir verwenden diese Linsenkopfschrauben, Panhead-Schrauben. Ich zeige euch gleich einmal das Set. Man kann natürlich noch mit größeren Köpfen Rückwandschrauben verwenden. Die sind wunderbar. Aber zu denen sage ich eigentlich Elektrikerschrauben, die passen da wunderbar. Wir verwenden in unseren Fahrzeugen das Spax-Sortiment. Da haben wir eigentlich alles drin, was wir brauchen. Auch einige Dübel, Edelstahl, Ausfertigung. Und das ist aber komplett alle 4x25, 4x30, 4x35, 4x40. Das sind eigentlich die, die wir in erster Linie brauchen. Und das Ganze dann da für den Außenbereich Edelstahl. Die passenden Bits drin. Sowas ist in jedem unserer Firmenwagen drin. Im nächsten Thema geht es um die Dichtigkeitsklassen. Also eine ganz normale Spelzberg-Abzweigdosen hat IP55, was Spritzwasser geschützt und gegen Eindringen von Staub schützt. Diese Leitung ist von der Mauer rausgestanden, in dem Fall von unserer Musterwand. Auch die muss man selbstverständlich in so eine Dose einführen. Glaubt ihr, dass das IP-Rating noch vorhanden ist? Was glaubt ihr jetzt, wenn die Dosen nicht auf einer glatten Platte montiert ist, sondern auf einem sehr porösen Mauerwerk? Eventuell im Außenbereich. Der Regen kann da direkt einringen. Direkt einringen. Das wissen die meisten natürlich. Die wissen, die machen das und wissen, dass das ein Schmarrn ist. Was machen sie dann hinterher? Schmiert dann da irgendein Bart ein, was uns wieder alle miteinander nicht hilft. Wir haben die Produkte von Spelzberg. Man sieht da hier hinten, das in der Mitte nicht übrigens, gell. Das in der Mitte ist der Abstandhalter, wenn es links und rechts angeschraubt wird, dass das in der Mitte auf eine Fläche geht. Aber diese drei Einführungen, die kann man genau
wie alle anderen auch. Einfach aufschneiden und ganz straff dann ein Kabel einführen. Sollte es erforderlich sein, weil es ein 5-adriges Kabel ist, kann man es ein bisschen aufweideln und schon passt es wieder. Und dann schließt auch das wunderbar ab. Auch die seitlichen Einführungen. Wirklich einfach diesen Nupsi einfach abschneiden und schon ist das erledigt. Ich habe das schon so oft gesehen, dass dieser typische Kreuzschnitt gemacht wird. So soll das aber nicht ausschauen. Dann kommen wir zur Königsdisziplin. So eine Dosen muss man natürlich auch verklemmen. Entscheidend dabei ist, dass man erstens schon mal nicht zu viele Leitungen in die Dose einführt. Ein sehr umfangreiches Video zu dem Thema, wie viele Leitungen das da rein dürfen, habe ich schon gemacht. Das blende ich ein und tue ich in der Videobeschreibung als ersten Link setzen. Und jetzt verklemmen wir das einmal. Ich fange immer mit der grün-gelben Ader an. Das nächste werden die Neutralleiter. Und dann die Phasen. Sollte mal freie Drähte übrig bleiben, großzügig in die Dose legen, abzwicken und auch jeweils eine Vakuumklemme drauf, damit es da drinnen nicht irgendeinen unnötigen Kontakt gibt. Und schon kann man die Dose schließen. Und für die, die gleich wieder fragen, sämtliche Werkzeuge und Materialien habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. In einem der nächsten Videos geht es ums Kabel verlegen. Zuerst einmal Aufputz. Was gibt es für Möglichkeiten? Wie macht man das? Wann entscheidet man sich für Nageln? Wann entscheidet man sich für Stangenkunststoffrohr oder alternativ Metallkunststoffrohr, ja. Metallrohr, Alurohr zum Beispiel oder Panzerrohr. Wann, wie, wo legt man einen Kabelkanal? Kabel, der man nicht sagen, das ist dann praktisch ein Leitungskanal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Eine kleine Ergänzung habe ich noch. Von Spelsberg gibt es für die Nupsis, die man schon mal ausgeschnitten hat, sogenannte Verschlussstopfen, die verlinke ich auch unten einmal. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, bitte euch, Servus. Ich bedanke mich bei Elektrowandelt, der das heutige Video gesponsert hat. Elektrowandelt ist ein Elektrofachhandel, ein Online-Fachhandel, bei dem es alles, was braucht, für Elektroinstallationen kriegt. Link ist in der Videobeschreibung.